Hey, Sascha von netbooknews.de hier im wunderschönen Bellevue in Washington. Ihr seht, es ist unheimlich grün hier, ist östlich von Seattle. Und das liegt daran, dass wir hier auf dem Intel App Up Elements 2011 sind. Das ist ein Entwicklerforum von Intel, was sie hier durchführen. Und ja, das ist mein Sony Vaio Z12, was ich mir letztes Jahr gekauft habe. Das war das teuerste Notebook, was ich jemals erstanden habe. Das Problem war, ich habe mein Netzteil in Taipei vergessen und bin dann rüber zum Sony Store, habe mir ein neues Netzteil gekauft und das war dann gleich angehängt am neuen Sony Vaio Z. Also die ganz neue Generation, ich habe zugeschlagen, das packen wir jetzt mal aus. Okay, Sony Vaio Z war nicht ganz billig gewesen, hat mich mal eben schlappe 3300 Peitschen aka Dollar gekostet, aber lass uns erstmal das Zubehör anschauen. Wir haben zum ersten Mal, dass ich überhaupt ein Notebook habe, wo irgendwie Earplugs drin sind. Dann, das ist natürlich nicht unwichtig. Einen kleinen Dankeschönbrief von Sony an mich, vom Mike Lucas, Sony Senior Vice President hier in den Staaten. Ich finde, diesen Brief habe ich verdammt nochmal auch verdient. Hier ein kleines Tuch, damit ihr die Fettfinger vom Display bekommt. Und dann hier Docking Station Anleitung. Die Docking Station zeige ich euch gleich noch. Anleitung, Quick Start Guide, bla bla bla. Also diese ganzen uninteressanten Sachen, die man eigentlich gar nicht so braucht. Ja, das Netzteil musste ich halt vorher schon auspacken. Ganz einfach, weil mein Z12 sein Netzteil zu Hause vergessen hat. Also nicht ich, sondern das Gerät hat es zu Hause vergessen. Auch eine schöne Art und Weise, die Schuld von sich zu schieben und diesen Kauf zu rechtfertigen. Hier ist dann das Vaio Z drin, das schiebe ich jetzt mal eben an die Seite und wir graben uns weiter durch zur Docking Station. Die haben wir nämlich hier. So. Das gute Stück hat eine, das ist glaube ich eine Radeon 6650M eingebaut mit 1 GB RAM. Dann haben wir einmal USB 2.0, USB 3.0, Ethernet-Connector, HDMI-Ausgang, VGA-Ausgang. Und hier haben wir einen Anschluss für das Netzteil, weil für die Dockingstation gibt es auch nochmal ein schickes Netzteil, was mal eben ungleich größer ist als das für das Notebook. Ja, also das ist ein richtiger Kavenzmann hier. Also ich hole nochmal das fürs Notebook raus. Da seht ihr ganz einfach, das ist dann durchaus ein kleiner Unterschied. Okay, ansonsten, ich habe die Variante mit dem Blu-ray-Laufwerk gewählt. Warum? Keine Ahnung. Ich habe auch mal von Toshiba so einen Blu-ray-Player geschenkt bekommen. Der steht im Wohnzimmer rum und ist ein reiner Staubfänger. Also ein Slot-In-Laufwerk. Ja, sieht schick aus und macht sich bestimmt ganz lecker auf meinem Schreibtisch. Aber das werde ich euch dann zeigen, wenn ich es dann irgendwann auch mal auf dem Schreibtisch installiert habe. Übrigens sind dann hier auch noch, wow, das ist übrigens auch alles vom Feinsten. Ganz großes Kino. Also hier so ein kleiner Fuß, wo wir dann den ganzen Spaß, mal gucken wie rum. Ich gehe mal davon aus, so rum oder vielleicht auch nicht, weil da sind noch USB-Anschlüsse. Kommt der Spaß dann halt so da rein, dann könnt ihr das dann hier auf euren Schreibtisch stellen. Juti, genug des Zubehörs. Es geht ans Eingemachte. Sprich, wir gucken uns jetzt hier das Vaio Z12 an. Da sind schon ein paar lustige Griffelfinger drauf gewesen fürs englische Unboxing-Video. Deswegen hat Sony da wohlwissend auch das Tuch dabei gepackt, damit man mal immer mal wieder nachwischen kann. Man weiß ja nie. Also, was euch hier erstmal auffällt, ist wieder ein 13.1-Inch Display in einer 1080p-Auflösung, also 1920x1080. Das ist Sandy Bridge Chipsatz und CPU natürlich, und zwar ist das ein Core i7-2620M. Das heißt, der ist mit 2,7 GHz getaktet und der geht diesen Turbo Boost hoch bis auf 3,4 GHz Dual Core und dann jeweils noch Hyper Threading. Also eigentlich 4 Threads, die damit abgearbeitet werden können. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz die Kiste an von allen Seiten. Einen VGA-Ausgang haben wir hier, einen Kensington Keylock da vorne. Links einen ganzen Schwung Status-LEDs. Hier einfach mal noch einen Einschub für eine Magic Gate-Karte, SD-Karte, dann Anschluss für ein Headset, ein Ethernet-Connector, HDMI-Ausgang, USB 2.0 und ein USB 3.0 und ein Anschluss für das Netzteil. Auf der Rückseite,
Das ist übrigens auch sehr schön hier alles. Das ist ein Kohlefasergehäuse, deswegen ist es einfach auch so super leicht. Vielleicht den Product Key nicht unbedingt zeigen, aber hier ist dann entsprechend die Batterie eingebaut. Und hier können wir dann noch, das ist nämlich auch ganz pfiffig, noch eine zusätzliche Batterie dran packen, die man auch extern laden kann. Das ist so ein Slider hier. Und den zeige ich euch jetzt mal und dann testen wir das auch gleich mal, ob ich das hinbekomme. Das ist hier diese zusätzliche Batterie. Sony spricht von 16 Stunden mit beiden Batterien. Keine Ahnung, in welchem Labor sie das erreicht haben. Im Idle-Modus, Bildschirm auf ganz schwarz. Irgendwie sowas wird das gewesen sein. Oh, mal gucken, das ist nicht ganz so einfach. Ein bisschen tricky hier. Ich gehe das mal andersrum. So. Bevor ich hier was abbreche. Okay. Oh, so. Okay. Sitzt, wackelt und hat Luft. Dann kann man das hier so kurz festschrauben. Und dann sollte das eigentlich soweit jetzt passen. Könnt ihr sehen, wie der Spaß aussieht. Ist jetzt nicht viel dicker geworden, ne, aber auch ein bisschen, ja, ein bisschen schwerer natürlich dadurch. Wenn ich das noch vergleiche zum Beispiel mit dem Vaio C12 hier, dann haben die jetzt so etwa das gleiche Gewicht. Ich würde mal so sagen, so 1400 Gramm. Und das ist immer noch ordentlich leicht. So, jetzt machen wir den Quatsch hier wieder runter. Müssen wir ein bisschen schrauben. Ich sehe auch gerade, dass es nicht unbedingt wirklich richtig drin gesteckt hat. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Sondern die legen wir mal eben kurz an die Seite. Und ich versuche nochmal diese Deckel wieder drauf zu packen. Auch das hat wunderbar geklappt. Und dann machen wir mal noch einen kleinen Vergleich. Was es noch zu sagen gibt, natürlich kann hier übrigens vorne das Netzwerk, das Wireless an- und ausschalten. Dann gibt es hier so diverse Knöpfe. Jetzt springt er auch gleich sofort an. Das heißt, das sind, oh, nicht schlecht. Das sind also so induktive Tasten, die ihr nutzen könnt. Hier haben wir auch noch so ein paar Status-LEDs für Caps Lock und so weiter. Und jetzt versucht er natürlich das allererste Setup zu machen. Sprich, er fährt zum ersten Mal hoch. Das gibt mir die Gelegenheit, euch zu sagen, dass er neben dem Core i7 noch 6 GB RAM, feinstes DDR3 eingebaut hat und eine 256 GB SSD-Platte, die aus 228 GB besteht, die dann im RAID 0-Verbund auf uns zukommen. Jetzt kann ich auch gleich mal das Keyboard antesten, was eine ganze Ecke anders unterwegs ist von der Bauweise her. Also ich habe hier einen weitaus längeren Weg und Hub auf dem alten. Wie hier, das ist alles recht flach. Ich mache mal eben hier ein kleines Passwort rein. Das ist übrigens generell mein Passwort, was ich für alle Sachen benutze. Natürlich nicht. So, also Tastatur ist ganz okay soweit. Jetzt, wie sieht das mit dem Trackpad aus? Das hat so ein bisschen komische geriffelte Oberfläche. Hier muss ich zwei Lizenzen annehmen gleich. So, machen wir hier mal Next. Und hat integrierte Mausbuttons. Okay, dann machen wir hier die Recommended Settings und auch das mal eben kurz weiter durch. Und Netzwerk gibt es jetzt erstmal nicht. Fertig. Ja, ein bisschen komisch. Es ist weitaus kleiner, das Trackpad. Ist ein bisschen höher als die alte Variante. Hat auch in der Mitte diesen Fingerprint-Reader. Aber hier hatte ich noch separierte Maustasten, die nicht im Trackpad installiert waren oder integriert waren. Und das fand ich eigentlich besser. So, jetzt will er noch, dass ich mich hier registriere bei Sony. Will ich aber nicht. Okay, ich möchte mich auch nicht Wi-Fi-technisch. Ah, das hasse ich immer, wenn so 1000 Sachen vorinstalliert sind. Nein, ich möchte diesen Antivirus von Norton nicht haben. Aber das ist ganz gut, dann könnt ihr das zumindest sehen. Windows Live Photo Gallery. War das die Einrichtung deines Sony Vaio einfach? Ja, weil ich habe nämlich einfach alles geskippt. So einfach war das.
Ja, also erster Eindruck, sensationelle Verarbeitung mit diesem Kohlefasergehäuse. Die ganze Kiste ist super dünn. Mit Sandy Bridge habe ich hier ordentlich Grafik-Performance auch drin, um 1080p Video Editierung, auch schön. 1080p Videos zu editieren und braucht da keine zusätzliche Grafikkarte mehr wie hier. Hier war noch eine Nvidia GT 330M eingebaut, also in dem alten Z12. Und ansonsten, ja, ich werde eine ganze Menge Benchmarks machen, will natürlich wissen, wie schnell sind die SSDs hier drin. Und da machen wir noch ein zweites Video, damit ihr einfach auch sehen könnt, wie schnell die Kiste sonst noch so ist. Und dann erzähle ich euch noch über Akkulaufzeit und wie er sich so im täglichen Einsatz verhält. Das ist der neue Sony Vaio Z. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.